Von Kiel greift die revolutionäre Bewegung Anfang November auf das ganze Deutsche Reich über. Eine sozialistische Revolution. Überall bilden sich Arbeiter- und Soldatenräte. Als erstes wird in München die Monarchie gestürzt und eine Republik ausgerufen. Die alte Ordnung bricht bald überall widerstandslos zusammen. Die bisherigen Machthaber, die haben sich davongeschlichen. Das auch zeigte, wie innerlich kaputt schon diese monarchische Fürstenordnung war 1918. Also sie ist quasi umgefallen und insofern besaß da die Revolution eine gewisse Liebenswürdigkeit, weil sie musste gar nicht den blutigen Kampf herausfordern gegen die bisherigen Machthaber. Am 9. November erreicht die revolutionäre Welle die Reichshauptstadt Berlin. Auch auf dem Brandenburger Tor weht die rote Fahne. Auf den Straßen bleibt es turbulent, festgehalten auf Postkarten. Dem neuen Medium der Revolution. Zu Hunderttausenden gedruckt und in den Straßen verkauft, machen sie die Revolution zum Medienereignis. Postkartenstände werden umlagert. Aktueller ist nur die Tagespresse. Der Kaiser hat abgedankt. Die Schlagzeile am 9. November. Extrablätter verkünden, es wird nicht geschossen. Nachmittags ruft der SPD-Politiker Philipp Scheidemann die Deutsche Republik aus. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wenige Stunden später proklamiert Karl Liebknecht von der linken Spartakusgruppe die Freie Sozialistische Republik Deutschland. Räterepublik oder parlamentarische Demokratie. Das sind die politischen Alternativen im November 1918. SPD und die von ihr abgespaltene linke USPD bilden eine Übergangsregierung, den Rat der Volksbeauftragten. Reichskanzler wird Friedrich Ebert, eher ein Revolutionär wider Willen. Er war stets ein Pragmatiker und auch ein Parteifunktionär, ein Organisator. Und jemand, der diese Eigenschaften mitbrachte, der wollte irgendwie auch Ordnung verwalten. Das, was man erreicht hat, vielleicht in stetige Bahnen lenken, aber der wollte nicht unbedingt eine sozialistische Revolution.